Zellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Zellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Zellner live. Die Umfrage der Woche. Schönen guten Abend, willkommen bei Zellner live mit unserer Umfrage der Woche. Jede Woche führt die Lasersfeld Gesellschaft eine ganz aktuelle Umfrage durch und zugeschaltet aus Linz ist uns jetzt der Präsident der Lasersfeld Gesellschaft und Market-Geschäftsführer Professor Werner Beutelmeier. Grüß Gott. Ja, guten Abend und grüß Gott. Es wird eine ganz besondere Woche heute wieder, denn es geht turbulent zu. Wir haben Landtagswahlen hinter uns, wir haben eine Abstimmung in der SPÖ vor uns. Ja, und die Zahlen bewegen sich jede Woche und unser System, dieses High-Frequency-Monitoren der Politik, das bewährt sich und das sehen wir heute auch wieder. Genau, Sie haben schon angesprochen, es ist ja einiges los in der österreichischen Innenpolitik. Nach der Salzburg-Wahl gibt es jetzt schwarz-blaue Koalitionsverhandlungen. Es deutet alles darauf hin, dass auch Salzburg schwarz-blau wird. Und es gibt natürlich die Mitgliederbefragung in der SPÖ. Und wie sich diese beiden Themenkreise auf die Sonntagsfrage auswirken, das schauen wir uns gleich als erstes an mit der Hochrechnung der aktuellen Sonntagsfrage. Und da sehen wir schon die FPÖ. Die kann aufgrund der Koalitionsverhandlungen in Salzburg scheinbar zulegen, plus ein Prozentpunkt, 28% für die FPÖ, also die FPÖ weiter im Aufwind. Die SPÖ kommt trotz Mitgliederbefragung, muss man in diesem Fall sagen, weiterhin auf 25%, liegt damit auf Platz 2. Die ÖVP verliert einen Prozentpunkt, kommt nur noch auf 21%. Gut möglich, dass da auch die Aufregung um das völlig verkorkste ORF-Gesetz dazu beiträgt, dass die ÖVP derzeit abbaut. Die Neos verlieren ebenfalls einen Prozentpunkt, kommen auf 11%. Die Grünen stagnieren bei 10% und die anderen Parteien mit plus einem Prozent bei 5%. Herr Professor Beutelmeier, welche Trends lassen sich da ablesen? Ja, es ist spannend und wir dürfen nicht vergessen, wir haben letzte Woche hier sogar noch recht kompliziert uns beschäftigt, was wäre, wenn die Kommunisten in Österreich wieder antreten und vielleicht soll man das hier noch einmal erwähnen, was da wäre und warum die Lage derzeit so ist, wie sie sich präsentiert. Wir haben, und das überrascht viele, derzeit eine SPÖ, die erstaunlich stabil ist, ja eigentlich sogar gar nicht so schlecht liegt im langen Zeitvergleich. Und das würde ich darauf zurückführen, dass im Augenblick diese Diskussion um den Spitzenkandidaten durchaus etwas ist, das einerseits Aufmerksamkeit erzeugt, andererseits auch eine gewisse Demokratiefähigkeit, eine gewisse Souveränität. Also man sagt, okay, die tun was, die arbeiten an ihrer Zukunft, das ist ein positiver Effekt. Dieser Effekt hält noch an und man sieht es ja auch in den Mitgliederzahlen. Es wurde ja durchaus verlautbart von der SPÖ-Seite, dass sich in den letzten Wochen doch zahlreiche neue Mitglieder zur Partei gemeldet hätten. Also insgesamt ein Phänomen, mit dem keiner gerechnet hat, wobei natürlich hier die Frage ist, wie geht's aus? Und wir haben schon mehrmals darauf hingewiesen, die Werte jetzt sind auch ein bisschen vor dem Hintergrund zu sehen, dass jeder seinen Lieblingskandidaten einpreist bei der SPÖ. Da gibt es eine Doskozil-Fraktion, die ziemlich groß ist in der Gesamtbevölkerung. Da gibt es natürlich eine Babbler-Fraktion in der SPÖ. All das spiegelt sich jetzt. Darum ist es sehr schwierig, das auf Randy Wagner wiederum runterzubrechen. Aber das werden wir uns heute noch anschauen. Die FPÖ im Aufwind, denn das, was in Salzburg passiert, eigentlich deckt sich das mit der Erwartungshaltung. Da haben die Befragten in Salzburg gesagt, mir wäre recht, das wäre die liebste Form der Regierungskooperation, wenn die ÖVP mit der FPÖ im Land kooperiert. Das scheint in diese Richtung zu gehen. Nun, wenig Veränderung, wenig Bewegung bei den Kleinen, bei den Grünen, bei den Neos und die ÖVP, ja, so an der Klippe, aber schon seit Wochen um die 20% leicht drüber. Wir werden heute wieder Rohwerte sehen, die sehr alarmierend sind, aber durchaus Kanzlerwerte, die deutlich über den Rohwerten liegen. Also bei der ÖVP ein sehr durchwachsenes Ergebnis, bei der SPÖ eigentlich ein überraschendes Ergebnis vor dem Hintergrund, was passiert. Und bei der FPÖ kann man sagen, ja, der Dreier ist immer noch nicht erreicht, aber die Tendenz nach oben hält an.
Dann gehen wir gleich zu den Rohdaten. Die Rohdaten bilden ja die letzte Woche ab. Die Hochrechnung bildet die letzten 14 Tage ab. Das heißt, die Rohdaten zeigen zwar nicht hochgerechnet, aber doch immer sehr genau, wo Bewegung drinnen ist. Und das schauen wir uns jetzt an. Die FPÖ legt in den Rohdaten eben einen Prozentpunkt zu, käme auf 23%. Die SPÖ verliert in den Rohdaten, auch das ist interessant, einen Prozentpunkt, 17%. In der Woche des 1. Mai ein Minus von einem Prozentpunkt. Die ÖVP verliert sogar 2 Prozentpunkte in den Rohdaten, kommt überhaupt nur noch auf 13%, die sich als dezidierte ÖVP-Wähler hier aussprechen. Die Grünen in den Rohdaten bei 8% und die NEOS, muss man sagen, die negative Überraschung dieser Woche, nur noch bei 4% in den Rohdaten, minus 2. Die Zahl jener, die keine Angabe machen oder unentschieden sind, die nimmt sogar um 4 Prozentpunkte zu. 35% sprechen sich für keine dieser 5 Parteien aus. Ja, also die Rohdaten sind besonders aktuell, natürlich auch mit Vorsicht zu genießen, weil das ist jetzt das 1000er-Sample. Vorhin haben wir die 2000 Befragten ausgewertet, die rollierende 14-Tages-Basis. Und hier bei den NEOS, ja, da gibt es eine Erosion durchaus möglicherweise in einem Kontext zu sehen mit den Ergebnissen jetzt in Salzburg. Da ist den NEOS ganz, ganz schlecht gegangen. Die Grünen stabil auf niedrigem Niveau und die einzige Partei, die etwas Tendenz nach oben zeigt in den Rohdaten, das sind die 23% der FPÖ, ja, das ist der Gesamttrend, auch angeschoben von Salzburg, angeschoben von den Regierungsverhandlungen jetzt. Und wenn wir dann weiterblicken und sagen, was ist eigentlich mit ÖVP und SPÖ los? Ja, die SPÖ zwar ein Minus 1, aber dennoch irgendwo noch eine mittlere Position zwischen ÖVP und FPÖ, aber bei der ÖVP ist die Erosion schon deutlicher, also durchaus sorgenvolle Zahlen Entwicklungen bei SPÖ und bei ÖVP. Ja, und dann schauen wir uns die Kanzlerfrage an und die ist die eigentliche Sensation dieser Woche, muss man sagen. Die hochgerechnete Kanzlerfrage bringt nämlich ein mittleres Politbeben mit sich. Herbert Kickl legt 2 Prozentpunkte zu, kommt jetzt auf 26%, die ihn zum Kanzler wählen würden und ist damit alleinige Nummer 1 bei der Kanzlerwahl. Also das ist schon etwas, was nicht nur Karl Nehammer, sondern auch Pamela Rendi-Wagner ordentlich zu denken geben muss. Wohl auch getriggert, muss man sagen, durch die schwarz-blauen Regierungsverhandlungen in Salzburg und dadurch, dass die FPÖ einfach immer regierungsfähiger wird. Nach Niederösterreich folgt mit Salzburg jetzt wohl schon das dritte Bundesland mit einer schwarz-blauen Regierung. Karl Nehammer, der große Verlierer dieser Woche. Minus 3 Prozentpunkte, minus innerhalb dieser Woche. 23% würden ihn nur noch direkt zum Kanzler wählen und Pamela Rendi-Wagner kann zwar leicht zulegen mit plus 1, allerdings 19% bei der Kanzlerdirektwahl, ein extrem schwacher Wert. Beate Meidl-Reisinger kommt auf 10% plus 1 und Werner Kogler überhaupt nur noch auf 7% minus 1. Herr Professor Beutelmeier, was heißt denn das, dass Herbert Kickl da jetzt auch bei der Kanzlerfrage so davonzieht? Ja, Herbert Kickl wird immer regierungsfähiger, er wird immer besser bewertet, er etabliert sich und ist damit natürlich mit diesem Wert, und das ist eine besondere Auszeichnung, denn er selber ist immer doch deutlich hinter der Partei, er nähert sich jetzt immer mehr dem Level, dem Marktanteil der FPÖ, das ist ein durchaus beachtlicher Schritt wieder nach vorne. Ja, alarmierend eigentlich die ÖVP, da gab es ja so ein Zwischenhoch für Nehammer, das dürfte im Augenblick sich eintrüben. Minus 3 ist ein kräftiges Minus, also da bewegt sich was. Und bei der SPÖ, da haben wir schon diskutiert, im Augenblick diese Diskussion in der SPÖ erhöht die Aufmerksamkeit, aber tut nicht immer Rendi Wagner gut. Diese Woche hält sie wieder, aber sie ist letzte Woche schon deutlich zurückgegangen bei der Direktkanzlerwahlfrage. Insofern ist das nur wieder ein etwas Zurückholen von verlorenen Akzeptanz. Also insofern spannend und das zentrale Ereignis sicherlich ein ungeheuer starker Kickl. Partei als auch er als Vorsitzender nähern sich an und der Weg nach oben geht weiter. Ein kräftiges Plus und ja, Erosion vor allem bei der ÖVP. Der Kanzlerbonus, der bröckelt derzeit massiv.
Herr Beutelmann, jetzt hat Herbert Kickl ja eine viel diskutierte Rede am 1. Mai gehalten, wo er ja auch wieder mit Angriffen nicht gespart hat. Sind die Leute da mittlerweile so abgebrüht, dass sie das nicht mehr abschreckt? Weil in der Vergangenheit war es ja oft mal so, wenn Herbert Kickl zu diesen verbalen Rundumschlägen ausgeholt hat, dass er dann eher in den Umfragen ein bisschen runtergegangen ist. Das ist diese Woche nicht zu sehen. Woran liegt das? Ja, ich glaube auch, dass es ein Art Gewöhnungseffekt ist, denn es wurde ja das Urfahraner Jahrmarkt fest eröffnet am Samstag und am letzten Samstag, und da gab es natürlich geharnischte Worte, starken Tobak, und da hat Kickl natürlich nachgelegt, seine Kanzlerschaft eingefordert, seine Regierungsfähigkeit herausgestrichen und wirklich eine bissige Rede gehalten in seinem Ton. Das Wort total ist mehrfach vorgekommen, und das total erinnert natürlich an andere Reden. Also andererseits offenkundig diese harte Sprache, dieser Verbalkannibalismus, der schreckt immer weniger ab. Es gibt möglicherweise einen gewissen Gewöhnungseffekt. Das ist erstaunlich, aber es ist festzustellen. Also Angst oder die Unzufriedenheit mit den anderen, die ist dermaßen groß. Wir haben eine andere Umfrage durchgeführt dieser Tage, nämlich zum Thema Misstrauen. Wir werden das auch heute noch diskutieren. Und da ist die Regierung aber unangefochten an erster Stelle. Und was da an Misstrauen verpackt ist und auch weiter sich kumuliert hat, das entlädt sich offenkundig auch in einer Akzeptanz für eine harte Verbalisierung, für Verbalkannibalismus von Herbert Kickl. Dann kommen wir noch zu den Rohdaten der Kanzlerfrage. Die gehen wir jetzt schnell durch, spiegeln im Endeffekt die Hochrechnung wieder. Herbert Kickl auch in den Rohdaten vorne, 18%, die ihn direkt zum Kanzler wählen würden, plus 2 Prozentpunkte. Karl Nehammer verliert auch hier einen Prozentpunkt, kommt auf 16%. Pamela Rendi-Wagner, 13% würden sie direkt zur Kanzlerin wählen, plus 1. 7% für Werner Kogler, 5% für Beate Meidl-Reisinger. Und doch interessant sind diese 43%, die sagen, keiner dieser 5 Kandidaten ist für Sie als Kanzler oder Kanzlerin wählbar. Das ist natürlich nach wie vor ein extrem hoher Wert, Herr Professor Beutelmeier. Ja, spannend ist hier auch der Vergleich mit den Rohdaten der Parteien. Und wenn wir hier uns in Erinnerung rufen, die Rohzahlen der ÖVP liegen derzeit bei mageren 13%. Nehammer hat 16% Rohzahlen bei der Direktwahlfrage, bei der Direktwahlkanzlerfrage. Das heißt, eigentlich ist das, diese 3% sind sein Kanzlerbonus. Der ist auch sehr, sehr schwach ausgeprägt, aber immerhin, er liegt drüber. Bei den anderen beiden quasi Großparteien, FPÖ und SPÖ, schaut die Rechnung andersrum aus. Die SPÖ hat derzeit Rohzahlen von 17% und Pamela Rendi-Wagner schafft 13%, liegt deutlich drunter. Und dieselbe Mechanik finden wir natürlich auch bei der FPÖ. Die liegt deutlich über 20, ich glaube bei 23% in den Rohzahlen. 18% hält Herbert Kickl als Person in den Rohzahlen bei der Direktwahlfrage. Also insofern recht unterschiedliche Mechaniken, aber Sie haben darauf hingewiesen, 43% sagen, nein, keiner dieser Persönlichkeiten käme für mich in Frage, ich bin unzufrieden, und wir wissen, diese Unzufriedenen sind in bestimmten Zielgruppen besonders stark ausgeprägt, bei Frauen, bei Personen durchaus jüngeren und mittleren Alters. Also da gibt es starke Abwehrhaltung, eine hohe Unzufriedenheit, einen hohen politischen Verdruss, der letztlich in dieser Frage immer deutlich zum Ausdruck kommt. Ja, dann schauen wir noch auf die SPÖ-Kandidaten. Haben wir diese Woche nicht abgefragt, haben wir vergangene Woche abgefragt. Wir schauen aber nochmal auf das Ergebnis der letzten Woche. Welcher SPÖ-Kandidat kann am ehesten die Wahl gewinnen? 36% sagen hier Hans-Peter Doskozil, 25% Andreas Babler, 25% Pamela Rendi-Wagner, 14% weiß nicht, keine Angabe. Glauben Sie, dass der 1. Mai da Verschiebungen gebracht hat? Der 1. Mai ist sicherlich ein Markstein in diesem Wahlkampf, in diesem internen Wettrennen. Und ich glaube schon, dass es hier wieder Eindrücke gibt. Natürlich sehr schwer einzuschätzen, was das bedeutet. Zunächst einmal, diese Zahlen hier sind natürlich Zahlen, die noch nicht den Kernbereich oder nicht den Kernbereich der
SPÖ-Mitglieder abbildet, sondern wir reden hier von den Wählern der SPÖ, also derzeit von diesen rund 17% in der Stichprobe. Und naja, da hat Tosco Ziel die Nase vorn, deutlich vorn mit 36%. Aber die Rechnung schaut offenkundig in der Kernzielgruppe in der Wählerschaft möglicherweise anders aus. Und da wird spannend, wie Babler sich weiterentwickelt, wie das Match, das derzeit ein Kopf an Kopf, ein Gleichauf ist zwischen Babler und Randy Wagner, wie das letztlich ausgeht. Also ich könnte mir vorstellen, dass sich hier einiges noch umdreht und dass also diese Betrachtung eine ist, die zwar zeigt, wie die Wähler insgesamt, die SPÖ-Affinen insgesamt, die Kandidaten bewerten, aber ich glaube, die interne Sicht wird eine spannende, wird eine, wo möglicherweise die Karten doch völlig anders gemischt werden. Dann schauen wir jetzt zur Vertrauenswürdigkeit der Parteien und da muss man auch sagen, keine Partei macht da momentan ein besonders gutes Bild. Die ÖVP ist da ganz vorne weg mit 57%, die sagen, die ÖVP ist nicht vertrauenswürdig. Demgegenüber stehen überhaupt nur noch 21%, die die ÖVP für vertrauenswürdig halten. Die SPÖ für 51% nicht vertrauenswürdig plus 3. 23% halten sie für vertrauenswürdig. Die FPÖ mit dem höchsten roten Wert, also dem schlechtesten Wert, was die Nichtvertrauenswürdigkeit betrifft, 61% halten die FPÖ für nicht vertrauenswürdig. Auch das plus 3 Prozentpunkte zur Vorwoche. 24% sagen, die FPÖ ist vertrauenswürdig. Die Grünen für 55% nicht vertrauenswürdig. 21% halten sie für vertrauenswürdig. Und die Neos gleicher Wert, ebenfalls 55% sagen, die Neos sind nicht vertrauenswürdig. 17% halten sie für vertrauenswürdig. Ja, also dieses Ergebnis ist eigentlich unverändert die letzten Wochen über. Tiefes Misstrauen, überall dort, wo Partei draufsteht, ist Misstrauen drin, ist große Skepsis der Bevölkerung vorhanden. Interessanterweise die SPÖ, die noch am vertrauenswürdigste Partei jetzt von der Entwicklung, vom Trend her, plus 3%, auch das würde ich wiederum durchaus vor dem Hintergrund des aktuellen Wahlvorgangs sehen. Es hat sich auch das Misstrauen mit plus 3% entwickelt. Das heißt, da ist eine Dynamik nach beiden Seiten, da ist eine höhere Aufmerksamkeit da. Ja, großes Misstrauen der FPÖ gegenüber, aber großes Misstrauen auch der ÖVP gegenüber. Also wir haben insgesamt eine unverändert kritische Haltung. Und wenn ich das in Erinnerung bringen darf, unsere Umfrage, die wir diese Woche veröffentlicht haben, allergrößtes Misstrauen der Bundesregierung, zweitgrößtes Misstrauen den Energieversorgern, also Elektroenergie als auch Mineralölkonzerne. Das sind Dinge, die also hier eine ganz gewaltige Rolle spielen. Und dann kommen viele, viele andere Bereiche. Das geht also dann runter natürlich, betrifft auch die Entwicklung der Wirtschaft in Europa und die NATO und so weiter und so fort. Also wir haben eine Misstrauensgesellschaft und der Brennpunkt des Misstrauens sind die politischen Parteien derzeit. Ja, und dann schauen wir uns auch noch die Vertrauenswürdigkeit der einzelnen Politiker an. Einerseits die österreichische Bundesregierung ist für 53% nicht vertrauenswürdig, 24% halten sie für vertrauenswürdig. Bundeskanzler Karl Nehammer ebenfalls weit im roten Bereich, 51% sagen, der Bundeskanzler ist nicht vertrauenswürdig, 24% halten ihn für vertrauenswürdig. Vizekanzler Werner Kogler ist für 53% nicht vertrauenswürdig, 24% halten ihn für vertrauenswürdig. Und das auch eine zweite, muss man sagen, Bombe dieser Umfrage. Der Bundespräsident Alexander Van der Bellen rutscht in den negativen Bereich. Erstmals seit langem überwiegt bei ihm der rote Balken. 42% halten ihn für nicht vertrauenswürdig. Nur noch 38% sagen, der Bundespräsident ist vertrauenswürdig. Gleich einmal ein Minus von 4 Prozentpunkten zur Vorwoche. Und die Oppositionsparteien, 50% halten diese für nicht vertrauenswürdig und überhaupt nur 16% sagen, dass die Opposition vertrauenswürdig ist. Warum stürzt der Bundespräsident so ab, Herr Beutelmeier? Also das ist derzeit die Frage Nummer eins für mich, denn der Bundespräsident war ein Markstein, war letztlich ein Fels in der Brandung, was Vertrauen in Politiker anbelangt. Er war der einzige statistische Ausreißer, die einzige Ausnahme, der es geschafft hat,
doch einen positiven Saldo zusammenzubringen. Und ich darf in Erinnerung bringen, dieser Wert ist jetzt nicht das erste Mal negativ, sondern wir hatten vor einigen Wochen bereits auch so einen Ausschlag in Richtung mehr Misstrauen im Verhältnis zum Vertrauen. Offenkundig ist auch da etwas in Bewegung. Vermutlich würde man sich mehr Bundespräsident, einen aktiveren Bundespräsidenten wünschen, weniger Hintergrund, sondern mehr durchaus politische Bühne. Wirklich eine alarmierende Veränderung. Da ist etwas in Bewegung. Das müssen wir, glaube ich, ganz genau beobachten die nächsten Wochen, ob das sich verfestigt. Denn dann ist der letzte Glaubwürdigkeitsträger, der letzte Faktor der Glaubwürdigkeit auch schwer beschädigt, wenn das in diese Richtung anhält. Und apropos Glaubwürdigkeit und mangelndes Vertrauen, wie stabil und gut ist die Zusammenarbeit der österreichischen Bundesregierung? Auch das fragt die Lazarsfeld-Gesellschaft jede Woche ab. Auch hier katastrophale Werte für die österreichische Bundesregierung, wenngleich sie ein bisschen, aber homöopathisch muss man fast sagen, besser geworden sind. 53%, noch immer eine überwiegende Mehrheit, sagt, dass die Zusammenarbeit dieser Bundesregierung sehr schlecht oder eher schlecht ist. Sogar ein Drittel, 33%, hält sie für sehr schlecht. Nur 21%, wenngleich immerhin ein Plus von 3 Prozentpunkten, sagt sehr gut oder eher gut. Wobei auch da ein ganz minimaler Wert, nämlich 7%, die sagen sehr gut. Auch da muss man sagen, die Regierung seit Monaten in diesem Vertrauensminus. Glauben Sie, dass dieser Trend überhaupt noch umkehrbar ist? Ja, dieser Trend ist festgefahren. Dieser Trend hat eine Dimension erreicht, die so stark sich verfestigt hat, dass es kurzfristig keine Ausschläge in die andere Richtung geben wird. Wir erinnern uns, noch vor 14 Tagen haben wir über die Situation in Salzburg gesprochen. Und da war die Unzufriedenheit mit der Politik im Lande bei 55%, also auf Österreich, auf Bundesregierungsniveau, auch wenn diese Woche hier minus 2% auf der Negativseite abzuzählen sind. Es ist eigentlich in der Schwankungsbreite, es ist so wenig an Bewegung drin, dass man das nicht als positiven Effekt diskutieren darf. Es ist unverändert kritisch, die Situation, die Bevölkerung äugt also sehr, sehr kritisch und sehr, sehr unzufrieden auf die Regierungsarbeit. Und ich bringe immer den Kern des Ergebnisses gerne raus in der Interpretation. Nur 7% sind begeistert. Das ist die Top-Box, die härteste Antwortkategorie. Und diesen 7% stehen 33%, das ist also fünfmal so viel fast, gegenüber, die sagen, ich finde das entsetzlich, was geleistet wird. Also wenn man sich diese Pole anschaut, dann ist das in einer argen Schräglage, die sich nicht schnell ändern dürfte. Herr Professor Beutelmeier, wir machen eine ganz kurze Werbepause und dann schauen wir ein bisschen auf die wirtschaftliche Einschätzung der Österreicherinnen und Österreicher. So viel vorweg, es sieht momentan nicht sehr rosig aus, trägt sicher auch die negative Stimmung gegenüber der Politik dazu bei. Ganz kurze Werbepause und dann geht es gleich weiter mit dem zweiten Teil der Umfrage der Lazarsfeld-Gesellschaft. Fellner live, worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. Die Umfrage der Woche. Schönen guten Abend, willkommen zurück bei unserer Umfrage der Woche. Jeden Donnerstag, die Lazarsfeld-Gesellschaft erhebt wöchentlich die Stimmung und die Einschätzungen der Österreicher. Und mir zugeschaltet ist der Präsident der Lazarsfeld-Gesellschaft, Professor Werner Beutelmeier. Schönen guten Abend. Ja, guten Abend. Und wenn wir jetzt uns die Stimmungen anschauen in der Bevölkerung, dann erklärt dies zu einem gewissen Teil durchaus, warum die Kritik in Richtung Politik ausgeprägt ist. Denn die Stimmungen, die Lebenssicherheit, die wirtschaftlichen Erwartungen, der Optimismus, all das definiert ja letztlich die Ansprüche an die Politik. Und da geht es offenkundig im Augenblick darum, dass die Politik zu tun hat, all diese Krisen zu meistern. Und die Bevölkerung hat den Eindruck, wir kommen aus der Krise nicht raus. Dann starten wir natürlich gleich mit dem Thema, das derzeit nach wie vor alles überschattet. Es ist die Teuerung. Und da fragt die Lazarsfeld-Gesellschaft wöchentlich, wie spürbar sind die Auswirkungen der Teuerung für ihren Haushalt? Und das Bild wird nicht besser, sondern tendenziell sogar schlechter. 73% mittlerweile, die sagen, die Auswirkungen der Teuerung sind spürbar. Die Details sind erschreckend. 42%, also fast jeder Zweite,
sagt sogar, die Teuerung ist sehr spürbar für ihn. Überhaupt nur noch 6%, die sagen nicht spürbar. Und das 1%, das sagt gar nicht spürbar. Ja, das ist wahrscheinlich das 1% an Superreichen, aber viele gibt es da definitiv nicht. Herr Professor Beutelmeier, jetzt haben ja viele gehofft, dass sich der Trend verbessern wird, gerade im Frühling und im Sommer. Momentan schaut es nicht danach aus. Warum noch immer so eine negative Stimmung? Also das ist natürlich Abbild auch dessen, was passiert auf den Finanzmärkten. Und wir haben heute gehört, die EZB erhöht, die FED hat den Eckzinssatz erhöht oder die Verzinsung erhöht, den Zinssatz erhöht und die Inflationsrate, die nicht gesunken ist, sondern zuletzt wieder gestiegen ist und fast zweistellig ist. Ich glaube 9,8% derzeit in Österreich. Da liegen wir weit weg vom Europa-Durchschnitt. Da sind wir schlechte Performer. All das spielt eine Rolle und diese Werte sind alarmierend und wir wissen jetzt aus zig Wahlumfragen bei den Landtagswahlen, immer wieder gibt es ein überragendes Thema und das ist die schmerzhafte Teuerung. Und wenn wir insgesamt nahezu 3/4 der Österreicher finden, die sagen, das spüre ich, dann ist dieser Wert aufzugliedern, nämlich in drei Bereiche. Es gibt etwa 20% beinahe, in diese Richtung geht es jetzt, die sind armutsgefährdet. 42%, also die Hälfte von diesen 42% sind armutsgefährdet. 42% sagen, ich komme kaum mehr aus mit meinem Geld, ich habe zu tun. Es ist ungeheuer schwierig geworden, meinen Haushalt wirtschaftlich zu navigieren. Und 30% haben große Sorgen, fürchten sich, schaffen es aber finanziell noch. Also insgesamt lastet hier eine ganz ungeheure Thematik auf der Bevölkerung. Und das ist derzeit in einer Starrheit, das ist eine große seelische Qual, die letztlich auch dazu führt, dass die Bevölkerung unzufrieden ist mit der Politik und sagt, ja, das ist nicht in allen Ländern so krass, so schlimm. Gutscheine ausschicken hat offenkundig nicht geholfen. Da hätten tiefergreifende Maßnahmen von der Politik getroffen werden müssen. Dann kommen wir zum Ausgabeverhalten. Wie wirkt sich die Teuerung auf Ihr Ausgabeverhalten aus? 56% sagen, sie werden weniger Geld ausgeben, 9% sie werden mehr Geld ausgeben, 34% sie werden gleich viel ausgeben. Ist natürlich auch, muss man sagen, für die Wirtschaft ein ja, sehr, sehr negativer Ausblick, dass derzeit nur knapp ein Zehntel nicht einmal sagt, sie wollen überhaupt mehr Geld ausgeben in den nächsten Monaten. Ja, also das erinnert natürlich fatal an andere Konsumbereiche. Also wir haben über Jahre gemessen, die Bevölkerung gesagt hat, ich will weniger Fleisch essen. Und haben gesagt, na, das ist nicht der Fall, der Fleischkonsum ist stabil. Aber dann plötzlich kam etwas in Bewegung und jetzt merken wir, dass also Fleischersatzprodukte durchaus respektable Marktanteile erreichen. Und das, was wir hier sehen, hat mit Fleisch nichts zu tun, sondern hat mit der Ausgabeabsicht oder mit der Sparabsicht zu tun. Das zeigt ganz dramatisch, dass die Bevölkerung auf die Bremse tritt. Dass sie sagt, nein, ich muss mich einbremsen. Ich kann maximal gleich viel Geld ausgeben. 34%, das ist wieder mehr geworden. Nur 9% trauen sich mehr auszugeben. Die Masse bremst und das, was hier bremst, ist natürlich Wasser, das in dem auf der Mühle der Konjunktur abgeht. Also wir brauchen natürlich Transmission, wir brauchen die Binnenwirtschaft und das zeigt natürlich, dass wir drin sind bereits in einer Rezession, die anhält. Ja, und die nächste Grafik unterstreicht genau das, was Sie sagen. Wie sehen Sie die nächsten 12 Monate? Eher optimistisch, pessimistisch oder unentschieden? Jetzt muss man sagen, immerhin ein Plus von 4 Prozentpunkten bei den Optimisten, 33%, das ist jetzt zumindest ein Drittel. Aber der rote Balken ist noch immer der höchste, 45%, fast die Hälfte ist pessimistisch, 22% sind unentschieden. Sind diese Plus 4% ein leiser, vorsichtiger Hoffnungsschimmer oder ist das nach wie vor so massiv, dieser rote Balken, dass man hier von keiner Hoffnung sprechen kann? Naja, da gibt es zwei Informationen. Das eine natürlich dieser Optimismus, den wir derzeit vorfinden, der Gott sei Dank wieder etwas gestiegen ist, markiert keine normale Situation.
eine Normalsituation wäre deutlich höher. Das heißt, er unterstreicht noch einmal, dieser tiefe Wert, dieser niedrige Optimismus oder dieser hohe Pessimismuswert unterstreicht, dass sich die Gesellschaft in einer Stressphase befindet, dass wir enorme Sorgen haben. Eigentlich sollte der Optimismuswert nahezu doppelt so hoch sein, deutlich über 50% liegen. Und zweite Interpretation, und das ist jetzt spannend, es haben sich die Werte dennoch jetzt im neuen Jahr tendenziell verbessert und es geht tendenziell bergauf. Das IHS, das unsere Zahlen auch verrechnet für Konjunkturprognosen, hat hier einen langfristigen Trend herausgerechnet und dieser Trend würde bedeuten, dass wir die Talsohle durchschritten haben und dass es ganz langsam von der Stimmung her und damit hoffentlich auch von der Wirtschaft bergauf geht. Wir merken es nur noch nicht in den Umfragen. Schauen wir zur Lebensqualität. Wie bewerten Sie Ihre persönliche Lebensqualität im Vergleich zum Vorjahr? Immerhin 20%, auch hier ein leichtes Plus von 2 Prozentpunkten sagt besser, 38% sagt schlechter, 44% sagt gleich. Ja, auch dieser Wert ähnlich tief, kein Normalwert. Eine Gesellschaft in einem Normalzustand mit normaler Konjunktur, mit normaler Lebenszufriedenheit hätte eine andere Lebensqualität, denn Lebensqualität ist eine zentrale Dimension, sie ist uns ungeheuer wichtig, also da müssten auch etwa doppelt so hohe Werte sein. Die Frage ist nur, geht es wieder bergauf und in welchem Tempo geht es bergauf? Und auch hier gibt es eine Trendberechnung des IHS und diese weist, wenn man sich das anschaut, ist auch auf der Homepage dargestellt, diese weist auch, dass der Talboden durchschritten ist und dass es tendenziell nach oben gehen sollte. Also insofern durchaus ein Funken Hoffnung, aber es dürfte ein sehr, sehr langsamer, zäher Weg nach oben sein. Ja, die Solidarität in Österreich, das ist vielleicht auch noch so ein vorsichtiges Pflänzchen des Positiven dieser Umfrage. Die bewerten die Österreicher etwas besser als in der Vorwoche. Immerhin 15% sagen, sie ist besser als im Vorjahr. Plus 3 Prozentpunkte ist natürlich verglichen mit dem schlechter Wert noch immer niedrig, aber es geht leicht bergauf und vor allem der schlechter Wert, der ist deutlich nach unten gegangen, nämlich um 6 Prozentpunkte auf 49%. 36% sagen, sie ist gleich geblieben. Also auch da ist ein bisschen was in Bewegung, Herr Professor Beutelmeier. Ja, das kann natürlich auch ein Effekt der Krise oder der multiplen Krisen sein, dass man zusammenrückt, dass man auf sich schaut, dass man sagt, wir müssen in der Familie füreinander da sein, nur dann stehen wir diese schweren Zeiten durch. Auch dieser Wert sollte wesentlich höher sein, war schon höher am Beginn von Corona, war der Solidaritätspegel deutlich höher. Aber es gibt einen Megatrend und das ist die Entsolidarisierung. Ich zitiere gern den Paul Zulehner, den Pastoraltheologen, der sehr, sehr viel empirisch gearbeitet hat. Der sagt, der Klebstoff wird dünner in der Gesellschaft. Wir kümmern uns zu wenig um den anderen, um unsere Nachbarn und unsere Familie. Also insofern, wir haben hier einen massiven Megatrend, der dagegen läuft. Andererseits, wenn die Werte sich jetzt in eine positive Richtung entwickeln, wäre das möglicherweise auch ein Reflex, dass es in Krisen besser funktioniert, wenn man zusammenhält, dass Krisen sozusagen ein wenig zusammenschweißen. Und apropos Krisen schweißen zusammen, wie beurteilen die Österreicherinnen und Österreicher das soziale Netz? Auch da muss man sagen, positive Entwicklung. 37% sagen, sie können sich verlassen auf das soziale Netz. Ein ordentlicher Sprung gegenüber der Vorwoche von 7 Prozentpunkten. Und auf der roten Seite sagen nur noch 27%, dass sie sich nicht verlassen können, minus 3, also auch das verschiebt sich zum Positiven. Ja, das ist überhaupt die kräftigste Veränderung diese Woche, eigentlich ein Positivtrend, dass hier eine Verlässlichkeit zurückkommt, die schon einmal da war, deutlicher da war. Insgesamt eine positive Entwicklung und da müsste man analysieren, inwieweit im Augenblick wird ja enorm viel diskutiert über Gesundheitssysteme, über Pflege, über all diese großen Themen, die die Gesellschaft in dem Bereich zu bewältigen hat, aber das ist erfreulich. 7% wäre ein hochsignifikanter Veränderungswert und wäre wirklich eine erfreuliche Botschaft, dass der Glaube wieder stärker geworden ist, dass das Netz hält, dass es nicht reißt, das soziale Netz in Österreich. So, dann schauen wir uns noch an, wie die österreichische Wirtschaft beurteilt wird.
da sagen 34%, es ist schlecht bestellt um unsere Wirtschaft, aber um 3 Prozentpunkte besser als noch in der Vorwoche. Und auch da dreht sich das Ganze leicht, muss man sagen, Richtung positiv. 29%, immerhin plus 4 Prozentpunkte, die sagen, es ist gut bestellt um die Wirtschaft. 37% sagen mittelmäßig. Also auch da gibt es scheinbar eine leicht positive Aufwärtsbewegung. Ja, also auch das ist ein wichtiger Indikator und diese plus 4% machen Hoffnung, dass die Prognosen des IHS, was diese Sozialindikatoren anbelangt, sich bestätigen, dass die Talsohle durchschritten ist und dass es ganz langsam und zäh bergauf geht. Und das ist entscheidend, dass es besser wird. Wir wissen ja nicht, wie es weitergeht. Wir haben viele Unsicherheiten. Das sind die Zinsen der FED und der EZB. Aber das ist natürlich auch die Ukraine-Krise. Wir werden heute noch drüber reden. All das lastet schwer. Und dennoch, es dürfte ein Umkehrtrend da sein. Ich will nicht von einem Schwung reden. Es dürfte die Talsohle überschritten sein. Und diese Werte signalisieren, es geht ein bisschen ganz langsam nach oben. Gott sei Dank. Gut, dann schauen wir uns noch die nächste Grafik an. Konsumverhalten. Nach wie vor ein negativer Trend, können wir, glaube ich, recht schnell überspringen. Spiegelt das wieder, was wir vorher gesehen haben. 45% sagen, sie werden weniger konsumieren, aber auch das eine Verbesserung von 4 Prozentpunkten zur Vorwoche. 14% wollen mehr konsumieren, 42% sagen gleich viel. Schauen wir uns noch die Investitionsvorhaben an. Denken Sie daran, ob Sie in den nächsten 6 bis 12 Monaten in Ihrem Haushalt wesentliche Investitionsvorhaben durchführen werden oder nicht, war die Frage. 41% wollen immerhin welche durchführen, 29% sagen, sie wollen keine durchführen. Und dann schauen wir noch zur nächsten Grafik, die Einkommenssicherheit und wirtschaftliche Lebenssicherheit für die nächsten 12 Monate. Da muss man sagen, sind die Österreicher, wenn es auf sie persönlich bezogen ist, doch recht positiv gestimmt. Da sagen 52%, das ist sicher. 17% sagen nicht sicher, Herr Professor Beutelmeier. Ja, also wir sehen hier, die Konsumdaten entwickeln sich elastischer positiv als die Investitionsdaten. Konsum ist halt schneller gedrehtes Geld. Investitionen, da geht es möglicherweise um doch größere Beträge, um mehr Lebensrisiko, ist verständlich aus diesem Grund. Ja, und die Lebenssicherheit, die wirtschaftliche Lebenssicherheit wird eigentlich als robust bewertet. Da gibt es nur kleine Gruppen, die sich extrem unsicher fühlen. Das ist, glaube ich, ein wesentlicher Faktor. Und da wird es auch spannend, ob sich diese Robustheit erhöht. Ich sage, die Hälfte der Haushalte sagt, nein, im Großen und Ganzen wird es funktionieren. Wir dürfen nicht vergessen, da gibt es viele Haushalte, die sich nicht deklarieren, weil wenn man das aufaddiert und gegenüberstellt, dann ist die Unentschiedenenquote sehr groß. Das sind jene, die trauen sich es gar nicht sagen oder möchten das Thema gar nicht reflektieren, dass es ihnen schlecht geht und dass die Lebenssicherheit höchst gefährdet ist. Wie zufrieden sind Sie mit der Demokratie in Österreich, ist die nächste Frage. 41% sagen unzufrieden, aber auch da muss man sagen, war schon einmal schlechter, nämlich in der Vorwoche um 5 Prozentpunkte. Und 26% sagen, sie sind zufrieden, immerhin ein Plus von 2 Prozentpunkten, Herr Professor Beutelmeier. Naja, da gab es Abstimmungsergebnisse jetzt, Wahlen. Eine steht noch vor uns, das ist die Wahl des Vorsitzenden der SPÖ, aber wir haben Landtage gewählt, wir haben Bundespräsidenten gewählt. Vielleicht ist das auch letztlich etwas, was reflektiert wird als ein Zeichen der Demokratie, dass man sich in einer demokratischen, in einer wahlmäßigen, in einem Wettbewerb befindet und durchaus hier einen gewissen Einwirkungsgrad als Wähler hat und dass man jetzt sehr genau beobachtet, in welcher Konstellation regiert wird. Also wir reden ja gerade, wie schauen die Landesregierungen aus, jetzt die letzte in Salzburg. All das mag hier ein wenig Einfluss genommen haben auf die Beantwortung der Frage. Mhm. Und dann haben wir noch die politische Kultur. Wie zufrieden sind Sie mit der politischen Kultur in Österreich? Da sagen 54%, Sie sind unzufrieden, minus 3. Und 16% sagen, Sie sind zufrieden. Auch das eine leichte Verbesserung, aber natürlich auch da eine Mehrheit noch immer unzufrieden mit der politischen Kultur.
Ja, das ist das eine ist, das sind eigentlich zwei sehr ähnliche Fragen. Die Frage nach der Demokratie, nach dem System wird bei der Kultur noch ein bisschen gröber formuliert. Kultur ist der Stil der Politik und da sagt die Mehrheit, na, der Stil der Politik gefällt mir nicht. Da gibt es nur 16%, die sagen, das passt so. Das ist so eine stilistische Unzufriedenheit, aber insgesamt hätten sich die Werte hier tendenziell ganz leicht verbessert. Also könnte schlechter ausfallen. So, und dann schauen wir uns noch die Gemeinschaftswährung Euro an. Wie vertrauenswürdig finden Sie den Euro? 33% sagen vertrauenswürdig, ein Minus von 4 Prozentpunkten. Und da muss man sagen, mittlerweile die roten Balken überwiegen. 40% plus 3 Prozentpunkte den Euro für nicht vertrauenswürdig halten. Jetzt haben Sie eh schon angesprochen, wir haben wieder eine Zinsentscheidung diese Woche der EZB, die dann natürlich auch ihren Einfluss haben wird. Aber der Euro ist momentan nicht besonders angesehen bei den Österreicherinnen und Österreichern. Ja, diese Werte sind keine Liebeserklärung an den Euro. Der Euro spaltet immer noch bis zu einem gewissen Teil die öffentliche Meinung, aber plus 3% nicht vertrauenswürdig, auch in der Kernkategorie absolut nicht vertrauenswürdig, 23%. Also da gibt es doch einen großen Teil in der Bevölkerung, der derzeit den Euro mit allergrößter Skepsis begegnet. Also insofern wird sich vermutlich wieder etwas verschieben, wenn sich die Inflations- und die Zinsenpolitik verändert. Wir wissen nur nicht, wann das der Fall sein wird. Ja, und zu guter Letzt kommen wir zum Ukraine-Krieg und das ist eigentlich besorgniserregend, die letzten zwei Fragen. Erste Frage, wie bedrohlich stufen Sie die eventuellen Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine für Ihre persönliche Sicherheit bzw. für jene Ihres Haushalts ein? Und das ist heftig. 41% sagen bedrohlich, das ist ein Plus von 9 Prozentpunkten zur Vorwoche, nur 27% sagen nicht bedrohlich. Herr Professor Beutelmeier, warum auf einmal wieder dieses Drohszenario aus dem Ukraine-Krieg? Liegt das an den neuen Angriffen, die es gab? Liegt das am vermeintlichen, vielleicht sogar inszenierten Attentatversuch auf Wladimir Putin? Was ist da Ihrer Meinung nach ausschlaggebend? Also einerseits, glaube ich, ist derzeit die Ukraine wieder topaktuell aufgrund der angekündigten Offensive der Ukraine. Also da wird gespannt gewartet, was passiert, wo das passiert, wie stark das passiert, wie erfolgreich das sein wird. Und andererseits gibt es natürlich Drohgebärde von allen Seiten. Und auch die Atomdrohung kam immer wieder von russischer Seite. So nach dem Motto, da müssen wir heute halt auf den roten Knopf drücken. Ich glaube, das drückt sich darin aus. Wir haben derzeit eine hochlabile Situation, verstärkte Drohnenangriffe von beiden Seiten mit starken Auswirkungen, mit starker Konsequenz in der öffentlichen Wahrnehmung und immer wieder das Argument, naja, wenn es nicht funktioniert und es läuft ja wirklich nicht gut, die Frühjahrsoffensive für die Russen, dann müssen wir halt noch mit kräftigerem Material, Kriegsmaterial nachschieben. Also der rote Knopf, der da zitiert wurde erst kürzlich wieder, ich glaube, genau das verändert derzeit die Wahrnehmung total. Plus 9% ist ein extrem hoher Wert. Also da sind die Sorgen ausgeprägt. Und zwar nicht nur in Sachen Sicherheit, sondern auch in Sachen wirtschaftlicher Belastung Europas und Österreichs. Ja, und apropos wirtschaftliche Belastung, das sehen wir im nächsten Chart. Wie bedrohlich stufen Sie denn die wirtschaftlichen Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine für sich bzw. für Ihren Haushalt? 55% sagen hier sogar, dass die Auswirkungen bedrohlich sind. Ebenfalls horrende 7 Prozentpunkte plus zur Vorwoche. Nur 14% sagen nicht bedrohlich, Herr Professor Beutelmeier. Ja, also die Situation in der Ukraine, dieser Krieg in Europa hat eine enorme Auswirkung so auf das Befinden, auf die Einschätzung der persönlichen Sicherheit, aber auch auf unsere wirtschaftliche Prosperität. 55% plus 7%, also das drückt derzeit schwer auf die Wirtschaft. Das ist derzeit eine ungeheure Last, die es zu bewältigen gilt. Und natürlich steht die Hoffnung im Raum und die Erwartung im Raum, wenn da eine Lösung gefunden wird bis in den Herbst. Also manche Experten sagen, im Herbst geht einigen Beteiligten möglicherweise nicht die Munition, aber auch die Motivation aus. Dann gibt es möglicherweise auch eine Entspannung auf der Umfragefront. Derzeit eskalieren auch die Werte. Und 55% wirtschaftliche Sorge
plus 9% bei der Sicherheits-, bei der Unsicherheitswahrnehmung. Das sind alarmierende Zahlen natürlich. Herr Professor Beutelmeier, vielen Dank für diese spannenden Einschätzungen und diese sehr spannende Umfrage. Nächste Woche haben wir dann wieder eine aktuelle Umfrage der Lazarsfeld-Gesellschaft. Bei uns geht es jetzt politisch spannend weiter, und zwar mit dem Chef der sozialistischen Jugend, Paul Stich. Er ist gleich bei Isabel Daniel zu Gast. Natürlich geht es um die Mitgliederbefragung. Er unterstützt ja den Kandidaten Andreas Babler. Warum tut er das? Wie kann sich die SPÖ nach dieser Mitgliederbefragung wieder zusammenraufen? Darum geht es gleich nach einer ganz kurzen Werbepause.